Schönen guten Morgen, ich bin Dan, der Prof von Luxembourgisch with Anne. In today's lesson, the focus will be on listening and speaking. In the previous video, which was about the five essentials to improve your listening skills, you have learned that the biggest mistake many students make when they listen to Luxembourgish is to focus on individual words and trying to translate them. When you do that, you miss your chance to really develop your listening and communication skills. So today we will start with first with a listening activity. So you will listen to an extract of a story, which is, by the way, part of an upcoming online course, Short Stories in Luxembourgish Level A2-B1. And then you will have to answer two questions with multiple choice answers. The second part, we will practice both active listening and active speaking. What does that mean? Well, you will listen to two or three sentences of the story, which I will read, and then I will ask you a question and prompt you to answer spontaneously to that question. How does that sound? Bist du bereit? Dann los! Geschichte heißt Deck erkrankt. Deal in. Next for könnten Deal 2. Das sind vier Studenten, die den Niveau A2/B in haben. Doch wir fangen an mit Lauschen. Doch in liest frohen, B lauschen, C einfach ob frohen, dann schwätzen. Du hast also eine Übung mit aktiv schwätzen. Für dich musst du lauschen und dann schwätzen. Hi, sind laut frohen. Du kannst auch den PDF raufladen. Ich habe schon den an der Beschreibung in diesem Video gemacht. So, froh eint. War der Lucien reich? Ja, nee, wir wissen es nicht. Wie lange hat Lucien sein Jus-Regime gedauert? 16 Tage. Ein Monat, zwei Monate. Wie alt ist Lucien? 30, 40, wir wissen es nicht. Und die letzte Frage, wie weit hat hier sein Regime in Amerika gemacht? Hier hat Familie in Amerika, das ist ein Tippfehler, das muss hier hat Familie in Amerika. Hier hat hier gewohnt, hier wollte ein Challenge. So, was du bereit, ich lesen. De Lucien Drosbach war fett, krank, aber tot. Er war ein erfolgreicher Geschäftsmann mit viel Geld, aber sein Körper war quasi futti. Er war übergewichtig, hat gar keine Energie und dabei hat ihn eine rare Krankheit, und zwar Urtikär. Er hat einen Ausschlag um den ganzen Körper und den Ausschlag hat immens Peng ausgelöst. Nur mehr als 10 Jahre gesundheitliche Probleme hat ihn so bemol genug. Alldach hat hier verschiedene Sorten Medikamente geholt, bis ihn das Limit erreicht hat. Hier konnte kein zusätzliche Pillen holen. Am einen Tag hat ihn es genug fett zu sehen. Hier war es mit krank zu sehen. Und hier wollte nicht sterben. Hier hat nicht mehr schlecht ausgesehen, aber hier hat sich auch schlecht gefühlt. Hier wollte sich nicht gut fühlen und gesund sein und dafür hat ihn eine drastische Entscheidung getroffen. Hier hat decidiert, ein Jus-Regime zu machen und das wären zwei Monate. Hier hat nichts gegessen und hat just frischen Obst und Gemüsejus während 60 Tage getrunken. Seine Decision hat nicht just sein Leben total verändert, aber auch das Leben von vielen anderen Personen. De Lucien aus Letzebäuer wir haben nicht entschieden, sein Regime in Amerika zu machen. Er war schon ein paar Mal da und er hat das fettest, aber ungesund amerikanisch Essen mega gern. Er war sich bewusst, dass es schwierig ging, aber er wollte eine Herausforderung. Er hat decidiert, mit einem Campingcar Urstadt Amerika zu reisen während seinem Regime. Und er hat mit Amerikanern über das Essen und Jus-Regime geschwärmt. Er wollte seine Erfahrungen teilen und so hat ihn ein Kameramann gefragt, ihn zu begleiten und zu filmen.
Nur kurze Zeit hat die Lucia schon angefangen, Gewicht zu verlieren, also Spaß zu füllen. Hin hat natürlich sein Jus-Mixer immer dabei. Hin hat sein Jus in der Weh auf Parkingen oder auf Campingen getrunken. Hin hat mit viel Leid über die Erstgewünschten diskutiert. Anjen hat hin von seinem Jus-Regime erzählt. Mundschleit hat sein Jus-Regime nicht verstanden, aber die Mischleit hat gern mit Lucia diskutiert. Der Lucia war so ein Typ, den einfach als sehr einer Leid kennengelernt hat. Hin hat sie weder gegeben, noch hin gesagt, sie gehe für schlecht essen. Hin hat just über sein Regime an das positive Resultat geschwärt. Anjen hat die Amerikaner verstanden, wie sie sich gefühlt haben. Es ist ja bekannt, dass die Amerikaner Junkfood immens gern. Die meisten wissen auch, dass das Essen sie loserlux krank macht, wie sie sie süchtig auf Fett, auf Zucker und auf Salz. Mundschleut sind sich bewusst, dass sie nicht lange leben, wie sie wollen nichts ändern oder haben einfach keine Hoffnung. Wir essen als nicht nur Ernährung, essen als auch Kultur, essen als ein großer Teil, wie wir als Leben leben. Wir fangen den Tag mit Essen an, wir machen eine Mittagspause am Essen. Oves essen wir noch ein Keier. Und zwischendurch essen wir auch noch einen Snack, für zu relaxen oder wenn wir traurig oder deprimiert sind. Und natürlich gehört leckeres Essen auch zu Partien, Vakanz und Kino. Wir teilen gerne ein Mahlzeit mit Freunden oder mit unserer Familie. Wir essen gerne mit Leuten, die wir gerne haben. Dafür ist es schwer für die meisten Leute etwas zu ändern. Die Lucia hat aber auch Leute getroffen, die einen Willen hatten, Leute, die bereit waren, etwas zu ändern. Die Leute waren bereit, ihr Erstgewünschtes zu ändern und so ihr Leben zu changieren. Ein von diesen Leuten war der Mark Stone, ein Kamionschauffeur. Wie der Lucia war der Mark fett, dick und bald tot. Und der nächste Teil kommt nächste Woche. So, ich hoffe, dass gut noch gelauscht hat und probiert, ob die Frauen zu antworten. So, war der Lucia reich? Ja, der Lucien war reich. Er war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Wie lange hat dem Lucien sein Jus-Regime gedauert? Hoffentlich wusste er hören, dass er zwei Monate, 60 dich. Wie alt ist der Lucien? Wir wissen es nicht. Für was hat er sein Regime an Amerika gemacht? Hier wollt ein Challenge. Am Text habe ich gesagt, eine Herausforderung. So, das ist ein Synonym, eine Herausforderung oder ein Challenge. Super. So, an der Lo üben wir lauschen und aktiv schwätzen. Bist du bereit für die zweite Übung? So, ich lese Lo entweder ein Satz, zwei oder drei Satz, dann aus der Geschichte. Du lauschst das und dann stelle ich dir ein Froh. Ich gebe dir just ein paar Sekunden Zeit, probiere spontan zu antworten. Es ist nicht schlimm, wenn du einen Fehler machst. Es geht darum, zu schwätzen. Bereit? So. Der Lucia war fett, krank und bald tot. Hörst du echt froh? War der Lucia dünn und gesund? Nee, hier war fett und krank. Hier war ein erfolgreicher Geschäftsmann mit viel Geld, aber sein Körper war quasi futti. Hier war übergewichtig, hat gut keine Energie und dabei hat ihn eine rare Krankheit, und zwar Urtikaire. War ihn arm? Nee, hier war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Was für eine Krankheit hat ihn? Ihn hat eine rare Krankheit, und zwar Urtikaire. Ich lese weiter. Ihn hat Ausschlag um den ganzen Körper. An den Ausschlag wird immens Pain ausgelöst. Nur mehr als 10 Jahre gesundheitliche Probleme hat ihn es obemol genug. Was hat ihn um den ganzen Körper? Hin hat einen Ausschlag um ganze Körper.
All da wird hier verschiedene Sorten Medikamente geholt, bis hier das Limit erreicht hat. Hier konnte kein zusätzliche Pillen holen. An hier hat es genug Fett zu sehen. Hier war es mit krank zu sehen. An hier wollte nicht sterben. Hier hat nicht nur schlecht ausgesehen, mir hier hat sich auch schlecht gefühlt. Hier wollte sich nicht gut fühlen und gesund sein. Und dafür hat hier eine drastische Entscheidung getroffen. Was hat hier in Alltag gemacht? Hier hat Alltag verschiedene Sorten Medikamente geholt. Wie hat hier sich gefühlt? Hier hat sich schlecht gefühlt. Was hat hier gemacht, um nicht gesund zu gehen? Ja, hier wird eine drastische Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung ist synonym als eine Decision. Seine Decision wird nicht nur sein Leben total verändert, sondern auch das Leben von vielen anderen Personen. Der Lucien als Lützeburger hat hier nicht entschieden, sein Regime an Amerika zu machen. Hier war ein paar Mal da und hier hat das fettigste, aber ungesund amerikanische Essen mega gern. Hier war sich bewusst, dass es schwierig geht, mir hier wollt eine Herausforderung. Was hat hier entschieden? Ja, hier hat entschieden, sein Regime an Amerika zu machen. Für was ist hier für sein Regime an Amerika gegangen? Ja, hier wollt eine Herausforderung, eine Challenge. Hier hat decidiert, mit einem Campingcar in Stadt Amerika zu reisen während seinem Regime. Und hier hat mit Amerikanern über diesen Regime geschwärt. Hier wollte seine Erfahrung teilen und so hat hier ein Kameramann gefragt, ihn zu begleiten und zu filmen. Für was hat hier ein Kameramann gefragt, ihn zu begleiten? Hier wollte seine Erfahrung oder seine Erfahrungen teilen. Nur kurze Zeit hat Lucia schon angefangen, Gewicht zu verlieren, um sich besser zu fühlen. Hier hat natürlich sein Jus-Mixer immer dabei. Hier hat sein Jus in der Weg auf Parkingen oder auf Campingen getrunken. Hier hat mit vielen Leuten über die Erstgewohnheiten diskutiert. Und hier hat ihn von seinem Jus-Regime erzählt. Wo hat hier sein Jus getrunken? Hier hat sein Jus in der Weg auf Parkingen und auf Campingen getrunken. Was hat hier den Leuten erzählt? Hier hat hier von seinem Jus-Regime erzählt. Manche Leute haben sein Jus-Regime nicht verstanden. Aber die meisten Leute haben gerne mit Lucien diskutiert. Der Lucien war so ein Typ, den einfach als sehr anderen Leuten kennengelernt hat. Hier hat sie weder jugiert, noch hinten gesagt, sie gäbe schlecht essen. Hier hat sie über sein Regime geschwärt und das positive Resultat. Und hier hat die Amerikaner verstanden, wie sie sich gefühlt haben. Was für ein Typ war der Lucien? Hier war ein, den einfach als sehr Leid kennengelernt wird. Doch in den, hier war ein, den einfach als sehr Leid kennengelernt wird. Es ist ja bekannt, dass die Amerikaner Junkfood immens gern haben. Die meisten wissen auch, dass das Essen sie los und los krank macht. Aber sie sind süchtig auf Fett, süchtig auf Salz, süchtig auf Zucker. Manche Leute sind sich bewusst, dass sie nicht lange leben, aber sie wollen nichts ändern oder haben einfach keine Hoffnung. Auf was sind die Amerikaner süchtig? Ja, sie sind süchtig auf Fett, süchtig auf Zucker und süchtig auf Salz. Süchtig sind auch means to be addicted to something. Okay, gut. Dann kommt der letzte Paragraph. Wir essen als nicht nur Ernährung, essen als auch Kultur.
Essen ist ein großer Teil, wie wir als Leben leben. Wir fangen den Tag mit Essen an, wir machen eine Mittagspause an Essen und abends essen wir noch ein Teil. Und zwischendurch essen wir auch noch einen Snack, für zu relaxen oder wenn wir traurig oder deprimiert sind. Für was und wenn wir essen wir einen Snack? Ja, für zu relaxen oder wenn wir traurig und deprimiert sind. Und natürlich gehört leckert Essen auch zu Partien, Vakanz und Kino. Wir delen gerne ein Mahlzeit mit Freunden oder mit unserer Familie. Wir essen gerne mit Leuten, die wir gerne haben. Dafür ist es schwer für die meisten Leute etwas zu ändern. Der Lucien hat auch Leute getroffen, die einen Willen hatten. Leute, die bereit waren, etwas zu ändern. Leute, die bereit waren, ihr Erstgewünschten zu ändern und so ihr Leben zu changieren. Ich fand diese Leute war der Mark Stone, wie der Lucien war der Mark fett, dick und bald tot. Was waren die Leute bereit zu ändern? Ja, sie waren bereit, ihr Erstgewünschten zu ändern und so ihr Leben zu changieren. So, du findest eine Transkription von diesem Text an der Beschreibung in diesem Video. Und wenn du gerne willst mehr üben, kannst du dieses Video noch ein paar lauschen und auch auf Pause drücken, nachdem ich eine Frage gestellt habe, für das die Zeit wird zu antworten. Super, tipptopp. As I told you in the introduction, this story is an extract of my upcoming online course, Short Stories in Luxembourgish for the level A2/B1. So here it is all about improving and practicing your listening and speaking skills. So here is an overview of what you will have to do with each story. So part one will be active lauschen, aktiv schwätzen, as we just did now, durch so ein Vokabular Booster und auch a quiz, so to test your knowledge. So for example, so here is the transcript of the story, and as you can see, you have as well the vocabulary with an English explanation, and as well chunks, so these are pieces of language which often goes together. And at the end of each story, you will have the vocabulary booster, where I have listed all the vocabulary with a sentence so that you can listen and repeat. Great. So, nächste Woche könnt dann den Teil Nummer 2 von der Geschichte Dick und Krank. Bis nächste Woche. Merci für's Zuhören.